Um diese Mauern rankten sich schon seit Tagen die wildesten Gerüchte und zu erfahren war stets nur Widersprüchliches. Spekuliert wurde über das wohl am besten gehütete Geheimnis Moskaus in diesen Tagen. Über eine Rede des russischen Präsidenten Boris Jelzin. Heute Mittag wurde sie hinter den Mauern des Kreml aufgezeichnet. Vor wenigen Stunden dann wandte sich der angeschlagene Herrscher in einer Fernsehansprache an sein Volk. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Wie stark ist Russlands Präsident Jelzin? Der gesamte Westen setzt demonstrativ auf den Reformer im Kreml. Trotz der Niederlage, die ihm der Volkskongress zugefügt hat, der Machtkampf ist also lange nicht entschieden. Die Zukunft der Reformen damit auch nicht. Heute kam Jelzins politischer Konter und er war härter, als auch seine Gegner erwartet hatten, Dirk Sager. Deswegen habe ich nach vielen Konsultationen folgenden Beschluss gefasst. Heute habe ich den Ukas unterschrieben über eine besondere Verwaltung bis zur Überwindung der Machtkrise. Laut diesem Ukas wird am 25. April eine Abstimmung über das Vertrauen zum Präsidenten und zum Vizepräsidenten stattfinden. Abgestimmt werden, so sagt er dann, soll er auch über Neuwahlen und einen Verfassungsentwurf, den der Präsident vorlegen werde. Den Kongress der Volksdeputierten werde es in der neuen Verfassung nicht geben. Schon am Donnerstag sollte die Rede erfolgen, doch statt einer Rede an das Volk im Fernsehen, Auftritt beim Volk. Das russische Parlament dränge ihn in die Rolle der Königin von England, hatten seine Freunde gewarnt. Was gegen diese Rolle wohl zu sagen sei, mag er gedacht haben, als das Volk ihm huldigte. Pokalspiel Spartak Moskau gegen Rotterdam, natürlich steht der Präsident zu seiner Mannschaft. Am Tag war die Stadt voller Gerüchte, daran ist Moskau noch besser als im Fußball. Nichts deutete an, dass er vor der entscheidenden Phase seiner Präsidentschaft steht. Am Donnerstag keine Rede an das Volk, kein Präsidentenputsch. Aber nach dem Sieg gegen Rotterdam ein Tag, der als Gewinn zu verbuchen war. Freitag. Aus dem Weißen Haus, dem Sitz des Parlaments, verlautet, manche Abgeordneten packten schon ihre Sachen, um dem Zugriff des Präsidenten zu entgehen. Indessen mischte sich am Freitag einer der Vertrauten Jelzins unter die Journalisten, gießt Öl auf die stürmischen Wellen der Spekulation. Kein Putsch, nur eine Umfrage unter dem Volk wolle der Präsident veranstalten. Heute ein weiterer Tag der Spekulation, warten auf eine Ansprache aus dem Kreml wie in der alten Zeit. Nach der Nachrichtensendung Übertragung in den beiden russischen Fernsehprogrammen. 1991 habe das Volk ihn zum Präsidenten gewählt. Die erste demokratische Wahl in Russlands tausendjähriger Geschichte. Das Problem, so begründet er heute seine Entscheidung, liege nicht im Konflikt zwischen Legislative und exekutiver Macht. Und auch nicht im Konflikt zwischen Kongress und Präsident. Der Grund sei tiefer und liege woanders. Er liegt, sagt er, im Widerspruch zwischen dem Volk und dem alten bolschewistischen, gegen das Volk gerichtete System, das noch immer nicht zerfallen ist. Das heute immer noch bestrebt ist, die verlorene Macht in Russland wiederzugewinnen. Erste Reaktion, nächtliche Pressekonferenz im Weißen Haus. Vertreten keineswegs nur die, die bislang als alte Bolschewiken galten. Anwesend der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, der Generalstaatsanwalt. Auch Jelzins Vizepräsident im Lager der Kritiker. Sie alle seien überrascht worden von Jelzins Entscheidung, sagt er. Er wolle nicht dramatisieren, bitte von Demonstrationen und Kundgebungen abzusehen. Aber der Plan des Präsidenten schließe 18 Verfassungsverletzungen ein. Er habe dem Präsidenten geschrieben, die heutige Anordnung führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. Dirk Sager in Moskau, ist das nun der Befreiungsschlag des Boris Jelzin? Wie hat man das zu bewerten? Jelzin hat das Parlament zwar nicht nach Hause geschickt, aber hat ihm das Recht abgesprochen, Entscheidungen gegen Jelzin zu fällen bis zum Referendum. Das ist der halbe Weg zum Ausnahmezustand. Er hat praktisch auch das Verfassungsgericht stillgelegt, dem er in seiner Rede vorher Untätigkeit vorwarf. Jelzin hat im Prinzip alle, die nicht für ihn sind,
als alte Bolschewisten abgestempelt und damit den Bogen sehr weit gezogen. Ob er genug Kraft hat, das alleine durchzuhalten, das muss man sehen. Sein eigener Vizepräsident und der Chef des Verfassungsgerichts haben ihn ja mindestens in die Nähe eines Staatsstreichs, eines Putsches gerückt. Kann man das so sehen? Also, wenn ein Präsident dann ja doch zentrale Vorgaben der Verfassung außer Kraft setzt, dann kann man den Vorgang sicherlich in die Nähe eines Putsches rücken. Ganz sicher wird die Reaktion des Parlaments darauf zielen. Das Parlament ist morgen zu einer Sondersitzung einberufen worden und schon morgen beginnt dann eigentlich das Duell der Institutionen. Und welchen Ausgang hat man da zu erwarten, glauben Sie, an ein noch stärkeres Ausmaß der Konfrontation? Und wie steht die Straße, wie steht das Volk dazu? Ich fürchte, die Konfrontation der Institutionen wird natürlich zunehmen, weil keine der beiden Seiten in dieser Situation kompromissbereit ist. Im Volk, denke ich, wird Jelzin zwar nicht bei allen, aber bei sehr vielen Zustimmung finden, weil sie des politischen Theaters müde sind und weil es so verlockend auch ist und einladend ist, nach dem starken Mann zu rufen. Und Jelzin ist geradezu prädestiniert für diese Rolle. Trotzdem fürchte ich, wird es auch auf der Straße Zusammenstöße geben. Zunächst so viel in Moskau. Ich danke Ihnen, Dirk Sager. Es sieht so aus, als ob Washington, das politische Washington, auf den neuesten Schritt Jelzins reagieren wird. Der Sprecher Clintons, Stephanopoulos, hat eine Pressekonferenz angekündigt, die möglicherweise noch in dieser Sendung stattfinden wird. Wir werden, wenn es soweit ist, darüber berichten. Zunächst aber nun nach Bosnien. Für die bosnischen Moslems ist General Morillon der Held des Tages. Sie setzten ihm in Srebrenica flugs zwei Denkmäler. Der Hauptplatz der Stadt trägt nun den Namen des frisch gebackenen Ehrenbürgers Morillon. Die wichtigste Meldung des Tages kommt auch heute wieder aus dem Krisengebiet. An die 700 Flüchtlinge konnten Srebrenica verlassen. Das lässt den Stillstand bei den New Yorker Verhandlungen über Bosnien für einen Moment wenigstens vergessen. Halim Hosni. Sie haben mein Kind abgeschlachtet, schreit die alte Frau, als der UN-Flüchtlingsträger an ihr vorbeifährt. Sein Ziel, das von Moslems kontrollierte Tuzla. Am Morgen noch hat der Konvoi Srebrenica verlassen. Ursprünglich sollten nur 100 kranke und verletzte Frauen und Kinder aus der Stadt evakuiert werden. Bei der Zusammenstellung sei jedoch Panik ausgebrochen. Mütter wollten ihre Kinder nicht gehen lassen. UNO-General Morillon gab schließlich sein Einverständnis, dass alle, die Platz fanden, mitfahren konnten. Nur 80 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den ostbosnischen Städten Srebrenica und Tuzla. Immer wieder wird der Konvoi aufgehalten durch serbische Straßensperren. Entsetzen, Trauer und Erschöpfung in den Gesichtern der Kinder und Frauen. Noch wissen sie nicht, dass der Konvoi am frühen Abend Tuzla ohne große Probleme erreichen wird. General Morillon persönlich begleitet ihn ein gutes Stück des Weges, um sicher zu gehen. An der letzten Sperre berichtet ein Mitglied der UN-Flüchtlingskommission, er habe in seinen vier Lkw 151 Menschen, alles Zivilisten, Frauen und Kinder. Wohin sie jetzt gehen? Nach Tuzla, sagt er. Im Austausch gegen Serben? Nein, das wisse er nicht. Ob er es erwarte? Ja, es wäre dann einfacher, zwischen Tuzla und Srebrenica zu pendeln. Und wo ist Morillon? Wieder in Srebrenica. Nach dieser ersten Evakuierungsaktion will er mit Bosniens Präsident Izetbegovic jetzt über die Freilassung von serbischen Familien aus Tuzla verhandeln. Auch die Innenpolitik machte heute Nachrichten, Bernhard Nellesen. Verkehrsminister Krause soll in der Affäre um die Bezahlung seiner Haushaltshilfe bisher nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Der Spiegel berichtet, das Ehepaar Krause habe sich den Zuschuss des Arbeitsamts in Höhe von 600 Mark monatlich geradezu erstritten. Erst auf Druck des Ministers sei der Zuschuss von 30% auf 70% des Monatslohns erhöht und rückwirkend zum 1. November 92 gezahlt worden. Inzwischen schließt Krause persönliche Konsequenzen nicht mehr aus.
Finanzminister Weigel hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe per Sondererlass eine Anklage gegen Subventionsbetrugs gegen den Allgäuer Fleischkonzern Moxel verhindert. Moxel soll sich mit Fleischexporten aus der Ex-DDR 300 Millionen Mark Beihilfen erschlichen haben, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Erst Anfang dieses Jahres seien die Vergabekriterien durch das Finanzministerium nachträglich so entschärft worden, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Moxel eingestellt werden konnte. Weigel nannte die Vorwürfe völlig absurd. In Magdeburg demonstrierten Bauarbeiter aus ganz Sachsen-Anhalt für höhere Löhne. Ihre Forderung: Angleichung des Tarifs an Westniveau. Bisher erreicht der Stundenlohn im ostdeutschen Baugewerbe 77%. Die Arbeitgeber haben in den laufenden Tarifverhandlungen nur eine Anhebung in Höhe der Inflationsrate angeboten. Die erste Runde der parteiübergreifenden Energiekonferenz ist in Bonn ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Streitpunkt ist vor allem die weitere Nutzung der Atomenergie. Wirtschaftsminister Rexroth, FDP, erklärte, die Kernkraft sei neben anderen Energieträgern weiterhin notwendig, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. SPD und Grüne fordern dagegen nach wie vor den Ausstieg aus der Atomenergie. Im Atomkraftwerk Brunsbüttel wurden bei Untersuchungen des Rohrsystems bisher 250 Risse festgestellt. Fast ein Viertel aller Schweißnähte sind defekt. Das Energieministerium in Kiel bestätigte einen entsprechenden Fokusbericht. Das Kernkraftwerk bleibt vorerst abgeschaltet. Die Bremer SPD hat einen neuen Vorsitzenden. Mit knapper Mehrheit wählte der Landesparteitag den früheren Bau- und Hafensenator Konrad Kunig zum Nachfolger von Horst Isola. Kunig erhielt 95, seine Gegenkandidatin Angelika Penski 93 Stimmen. Bei einem Bombenanschlag in der nordenglischen Kleinstadt Warrington sind zwei Menschen getötet worden. Etwa 40 Passanten wurden verletzt. Für den Terrorakt ist vermutlich die irische Untergrundorganisation IRA verantwortlich. Zwei Sprengsätze explodierten in einem belebten Geschäftsviertel. Die britische Polizei befürchtet weitere Attentate. Bei Unruhen im Gazastreifen haben israelische Soldaten einen 10-jährigen Jungen erschossen. 11 Menschen seien in einem Flüchtlingslager verletzt worden, als die Israelis in die Menge geschossen hätten, hieß es von palästinensischer Seite. Bereits am Morgen war ein israelischer Soldat beim Überfall auf eine Patrouille getötet worden. Die Verantwortung für den Anschlag übernahm die radikale Hamas-Gruppe. Der Frühling in Deutschland war diesmal pünktlich zur Stelle, mit allem, was dazugehört, auch mit den Mandelblüten in der Pfalz. An der Weinstraße präsentierte sich die Natur wie aus dem Bilderbuch, die Mandelbäume stehen in voller Pracht. Viele nutzten die Gelegenheit zu Spaziergängen oder amüsierten sich, wie hier in Neustadt an der Weinstraße, auf einem der zahlreichen Weinfeste. Die Spanier haben den Frühling schon in der vergangenen Nacht mit Freudenfeuern begrüßt. In Valencia feierten mehr als 1 Million Menschen das Feierfest. Figuren und Kunstwerke aus Holz und Pappe werden dabei verbrannt. Mit diesem Ritual sollen die bösen Geister des Winters vertrieben werden. Fast 20 Grad erreichten die Frühlingstemperaturen heute in Südwestdeutschland. Die kommende Nacht wird nochmal kalt, im Südosten gibt es Frost. Morgen wird es zunächst wiederum sonnig und warm. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her aber Wolken auf. Und es kann Regen geben. Bis auf 18 Grad klettert das Thermometer im Süden, im Norden bis auf 13 Grad. Für die Lufthansa wird die Luft dünn. Sie flogen in den vergangenen Jahren in Turbulenzen und bleibt auch nach dem Wechsel auf dem Chefposten drin. Das Einfachste in solchen Situationen ist es, die Schuld bei anderen zu suchen. Die Amerikaner haben der Lufthansa mit ruinösem Wettbewerb über dem Atlantik das Wasser abgegraben, heißt es. Demonstrierende Kapitäne und Stewardessen forderten heute in Bonn Druck auf die Konkurrenz aus Amerika. Ariane Güdel. Flugkapitän Matthias Daxel fliegt normalerweise auf der Boeing 737 kreuz und quer durch Europa. Es ist das erste Mal in seinem 16-jährigen Berufsleben, dass er an einer Demonstration teilnimmt. Unter den Mitarbeitern aller deutschen Fluggesellschaften geht die Angst um. Bei der größten der Lufthansa wissen 50.000 Mitarbeiter, dass es die deutsche Verkehrsfliegerei im weltweiten Konkurrenzkampf sehr schwer haben wird. Was den Deutschen zu schaffen macht, sind hohe Löhne, hohe Landegebühren, hohe Sicherheitskosten. Qualität hat ihren Preis. Aber genau der ist es auch, der entscheidet, welche Linie wie viele Passagiere für sich gewinnt. Im Gerangel um die Kunden unterbieten sich die Gesellschaften mit Kampftarifen und Dumpingpreisen. Spar, Holiday und Superflieg heißen die Lokangebote der Lufthansa.
Doch mit den Billigangeboten, zum Beispiel amerikanischer Linien, können die Deutschen auf Dauer einfach nicht mithalten. Der Passagier ist der Gewinner. Er kann wählen und er wählt nicht nach nationalen Gesichtspunkten. Das größte Problem aber bereitet den Deutschen ein altes Luftverkehrsabkommen mit den USA aus der Nachkriegszeit. Es erlaubt den Amerikanern von jedem Punkt der USA jede deutsche Stadt anzufliegen. Zu liberal finden die Deutschen. Denn die dürfen nur eine begrenzte Anzahl von Flughäfen, nämlich 25, in den USA anfliegen. Die Engländer haben sich besser in ihrem Abkommen gegen die amerikanische Konkurrenz geschützt. Nur zwei Linien dürfen in London der British Airways Konkurrenz machen. So halten es auch die Franzosen, so wollen es auch die deutschen Gesellschaften. Wir wollen uns dem Wettbewerb stellen und wir können uns dem Wettbewerb stellen, weil wir das einfach vom qualitativen Ergebnis her jederzeit vertreten können. Die Sache ist die, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Wenn Deutschland hier als unsere Hauptdrehscheibe der teuerste Platz in Europa geworden ist, dann ist es für ein Unternehmen einfach unglaublich schwer, zu marktgerechten Preisen bestehen zu können. Das Problem Luftverkehrsabkommen könnte ja ein Thema beim nächsten Treffen Kohl Clinton sein. Noch tut sich in Washington im Weißen Haus nichts. Die Pressekonferenz lässt noch ein paar Minuten auf sich warten. Ich sage damit zunächst, das war's für diese Woche. Ich danke fürs Zuschauen und bleiben Sie dran beim Sportstudio. Guten Abend. Spitzensport und gute Unterhaltung im aktuellen Sportstudio mit Becks. Pünktlich eine Viertelstunde zu spät. Herzlich willkommen beim aktuellen Sportstudio. Liebst du ihn? Liebst du ihn?